Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast von der Ingram Micro Cloud zum Thema Azure Virtuelle Netzwerke und Network Interfaces. Ich freue mich sehr, heute Janosch Ulmer von der Microsoft begrüßen zu dürfen, der uns heute bei dem Thema unterstützt und uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Wie immer, unser Motto lautet Azure Go Big und Azure ist auf dem Vormarsch. Und unsere heutige Agenda ist wie immer der Cloud Marketplace. Den stellen wir heute nochmal vor. Heute auch mit einer kleinen Live-Demo, wie es funktioniert. Dann virtuelle Netzwerke und Network-Interfaces. Da wird uns Janosch ein bisschen was erzählen. Vielleicht eine kurze Live-Demo. Neuigkeiten in Azure, gibt es wirklich super Neuigkeiten. Und aktuelle Incentives für Azure und weitere Termine. Steigen wir ein, gleich Cloud Marketplace. Der eine oder andere kennt es ja schon. Best in Class, gekürt worden von Microsoft auf der Partnerkonferenz 2016 in Nordamerika. Und so schaut er aus. Über dcloud.im können Sie den Cloud Marketplace erreichen oder ingrammicrocloud.de können Sie unseren Cloud Marketplace erreichen. Sie haben dort eine Oberfläche, wo Sie die Services, nicht nur die Microsoft Services, auch andere Services bestellen können bei der Ingram Cloud. Sie haben eine Reseller-Verwaltung, wo Sie Ihren Kundenstamm verwalten können und Sie haben natürlich auch ein Control Panel für Ihre Kunden, wo man dementsprechend alles verwalten kann, vor allem Ihre Azure Tenants. Grundsätzlich, die Nutzung unseres Cloud Marketplace ist komplett for free, kostet Sie nichts. Bereitstellung aller Lizenzen erfolgen in wenigen Minuten und da reden wir wirklich von wenigen Minuten im Schnitt. So 5 Minuten bis maximal 10 Minuten ist alles da. Azure Tenants gehen manchmal sogar ein bisschen schneller. Es ist sehr einfach, sich anzumelden im Cloud Marketplace bei uns. Sie brauchen nur eine Ingram Micro Kundennummer. Und wenn Sie schon eine haben, können Sie sich direkt da im Cloud Marketplace bei uns anmelden. Sie haben dann 24x7 Zugriff auf unseren Marketplace und auch 24x7 Möglichkeiten, Bestellungen auszuführen. Und Sie haben natürlich 24x7 kostenlosen Support, Level 2 Support durch die Ingram Micro, nur für unsere Partner während der Geschäftszeiten auf Deutsch, außerhalb der Geschäftszeiten auf Englisch. Wie schon gesagt, Sie haben ein volles Portal, wo Sie Kunden, Bestell, Portfolio-Management, alles aus einer Hand haben. Sie kriegen automatischen Rechnungsversand aus dem Portal als PDF. Sie kriegen bei uns 30 Tage netto als Sammelrechnung pro Monat sofort zur Verfügung gestellt, wenn Sie sich anmelden im Cloud Marketplace. Das läuft ein bisschen unabhängig von Ihrem normalen Ingram-Zahlungsziel, weil wir unterscheiden hier zwischen Ingram Micro Distribution und Ingram Micro Cloud. In der Ingram Micro Cloud kriegen Sie pauschal 30 Tage netto als Zahlungsziel. Sie haben Zugriff auf sämtliche Informationen, die Sie interessieren, Kreditlimit, verfügbares Guthaben, Rechnungsarchiv, das heißt, Sie können auch mal Rechnungen anschauen, die vielleicht älter her sind, um zu vergleichen, wie sich es entwickelt hat. Und Sie haben immer Einblick bei uns auf dem Marketplace in die aktuellen Einkaufspreise. Microsoft Azure ist natürlich im Ingram Cloud Marketplace verfügbar. Sie können dort den Tenant bestellen. Die Bestellung des Tenants ist eine 0-Euro-Bestellung. Warum ist das so? Wenn Sie einen Tenant bei uns bestellen, wissen wir noch gar nicht, welchen Verbrauch Sie in dem Azure Tenant haben. Wir wissen ja gar nicht, was Sie vorhaben in dem Azure Tenant. Im Normalfall wissen wir das nicht und von daher wissen wir auch nicht, was Sie buchen. Und da es ja verbrauchsabhängig ist, starten Sie mit einem 0-Euro-Verbrauch. Das heißt, der Azure Tenant, den Sie ausrollen, kostet Sie erstmal gar nichts. Sie können also beliebig viele Azure Tenants bei uns ausrollen, kostet Sie nichts, außer nutzen Zeit, den Azure Tenant anzulegen für Ihren Kunden. Und werden dann, wie bei einer Telefonrechnung auch, oder bei der Stromrechnung nach Verbrauch berechnet. Sie können im Azure-Portal dann dementsprechend die Konfiguration auch durchführen. Und bei uns im Control-Panel können Sie auch den Verbrauch für den jeweiligen Kunden einzeln anzeigen. Wir haben dann eine allgemeine Übersicht, wo Sie sehen, was bis jetzt in dem jeweiligen Faktura-Zeitraum alles schon verbraucht wurde. Und Sie haben eine Einzelübersicht, wo Sie wirklich jeden Tag genau sehen, welcher Service wie viel verbraucht hat. Und das können Sie alles ganz, ganz genau sehen, pro Kunde, pro Monat. Sie sehen natürlich auch die Resellerpreise und im Kunden-Control-Panel sehen Sie natürlich die empfohlenen Verkaufspreise. Ja, und da bin ich eigentlich schon durch mit dem Cloud Marketplace. Ich möchte Ihnen noch kurz einmal zeigen, weil das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Dann zeige ich Ihnen einmal kurz, wie Sie einen Azure Tenant ausrollen können. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich gleich den richtigen Microsoft Edge erwische. Ich habe hier aus irgendeinem Grund mehrere offen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt mein Dashboard von
Hoffe ich mal. Janosch, sieht man mein Dashboard oder mein Edge? Sehe es noch nicht. Ich sehe nur die Maus bisher. Du siehst nur die Maus. Okay. Das ist schon mal spitze. Dann. Moment, dann spielen wir da noch mal kurz. Schauen, vielleicht ist es der. Sieht man jetzt die Ingram-Webseite? Nein. Nein. Da Okay, scheint Moment. irgendein Fenster die Darstellung zu blocken. Typisch, wenn ein transparenter Layer fehlt. Ah, das ist aber, ja, okay. Einfachste Lösung, Desktop-Teil. So, bumm. So, schon funktioniert's. Gut. Genau. Unser Ingram Micro Cloud Marketplace. Der eine oder andere kennt ihn ja schon. Wie funktioniert denn Azure Tenant zu bestellen? Relativ einfach. Sie klicken hier oben auf Anmelden. Dann kommen Sie auf den Ingram Micro Login Bereich. Registrieren sich da mit Ihrer Kundennummer. Relativ einfach bis hierher noch. Cloud Service, Infrastruktur, Microsoft Azure. Dann können Sie sich hier das Video anschauen, ein sehr lustiges kleines Microsoft Azure Video. Klicken auf Weiter und Sie sehen hier, da haben wir über diese 0-Euro-Bestellung gesprochen. Hier können Sie dann die 0-Euro-Bestellung absenden, sagen Weiter. Wenn Sie einen neuen User anlegen, müssen Sie einen neuen User anlegen. Wenn Sie bereits einen bekannten User haben, können Sie den auswählen. Wenn Sie sagen, okay, das ist ein Kunde, den ich schon habe, können Sie den dementsprechend auswählen. Dann werden die Daten automatisch gesetzt. Wenn nicht, legen Sie einen neuen User an. Ja, da geben Sie dann hier einen beliebigen Namen ein, den Sie haben wollen, als ein dementsprechendes Passwort. Relativ einfach. Sie können hier die Kontrollsprache, wenn Ihr Kunde oder Sie selber nicht so deutschmächtig sind, können Sie auch umstellen auf Englisch, überhaupt kein Problem. Sie können geschäftlich oder privat auswählen, dementsprechend ändern sich die Felder. Denn Microsoft Azure ist nicht nur auf geschäftliche Personen beschränkt, Sie können das durchaus auch an private Personen ausrollen, die dann, was ich, einen Spieleserver drauf betreiben oder was auch immer. Wir geben jetzt hier mal eine Testkampagne ein. Steuernummer können Sie optional eingeben und gebe jetzt einfach mal ein paar Daten ein. Und jetzt bei der E-Mail-Adresse. Ein wichtiger Punkt. An diese E-Mail-Adresse, die Sie hier eingeben, ich gebe jetzt meine ein, gehen die Zugangsdaten von dem Azure Tenant hin. Das heißt, der Administrator, der hier hinterlegt wird, wird mit dementsprechend mit dieser E-Mail-Adresse versorgt. Das heißt, die administrativen Zugänge gehen an diese E-Mail-Adresse. Wenn Sie da die E-Mail-Adresse Ihres Kunden eingeben, dann gehen die Zugänge an den Kunden. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Adresse. Ja. Oh, puff. Er gibt das hier alles automatisch dann eigentlich ein. So, hat er nicht gemacht. Ja gut, ist ja wurscht, er prüft eh nicht so genau bei uns jetzt. So, Postleitzahl noch 11011. Zwar Berlin, aber was soll's. Telefonvorwahl brauchen wir noch. Da gebe ich meine ein, damit Sie meine auch mal gesehen haben. Das ist meine Telefonnummer, unter der Sie mich erreichen können. Spitzname. So, damit wir was zum Lachen haben. Und jetzt ganz wichtig, Tenant Domain. Hier, wenn Sie den Tenant Domain festlegen, dann ist es wichtig zu wissen, wenn Sie bereits hier einen Tenant haben, zum Beispiel bei uns im Cloud Marketplace angelegt für Ihren Kunden mit Office 365, dann nehmen Sie hier bitte denselben, dann haben Sie oben den Kunden ja schon ausgewählt an der Stelle hier oben. Kundenkonto haben Sie denselben Kunden ausgewählt, weil dann automatisch das Match stattfindet. Dann klicken Sie weiter. Oh, Passwort wieder ausgelöscht. Wupp. So, Passwort drinnen. Unten auf Weiter klicken. Und dann kommen Sie auf die Rechnungsinformationen, wo Sie nochmal alles sehen. Einzelheiten, da wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus.
Ich habe jetzt hier keine 30 Tage netto hinterlegt. Bei Ihnen stehen 30 Tage netto hier zur Verfügung. Das ist bei mir jetzt nicht, weil es ein Demo-Account ist. 0 Euro und wichtig ist der Haken hier setzen. Sie haben dann dementsprechend die im allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ingram Micro Cloud akzeptiert, den Microsoft Cloud Vertrag und den Microsoft Euler sowie die Azure allgemeinen Geschäftsbedingungen von Azure. Und dann, wenn Sie sagen, jetzt kostenpflichtig bestellen, in dem Moment wird der Azure Tenant ausgerollt. Das dauert jetzt ungefähr 5 Minuten und der Azure Tenant ist vorhanden. Super, das wollte ich einfach mal live gezeigt haben, weil in letzter Zeit haben wir darüber sehr viel theoretisch gesprochen. Jetzt haben Sie es mal live gesehen. Ja, und an der Stelle bin ich dann erstmal raus und würde an Janusz übergeben, der uns zum heutigen Thema voll versorgt. Ich muss jetzt nur gucken, wo das alles hin ist. Genau, wunderbar. Ja, Janusz, dann übergebe ich an dich und ja, viel Spaß. Dankeschön. Ich werde meinen Bildschirm freigeben. Ja, Thema Azure Networking. Natürlich gehört zum Betrieb von der IT-Infrastruktur, ob jetzt on-premise oder in der Cloud, in Azure natürlich auch immer eine entsprechende Netzwerkinfrastruktur dazu. Und wie Networking in Azure funktioniert, wie man es verwalten kann, was da generell zu beachten ist, da will ich jetzt die kommenden Minuten ein bisschen was zeigen dazu. Noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Janusz Ulmer. Ich bin Partner Consultant bei Microsoft. Das heißt, ich betreue Microsoft-Partner im Bereich technische Lösungsberatung und Research Support. Jetzt schon seit über 10 Jahren, wo ich jetzt bei Microsoft natürlich mit wechselnden Technologiebereichen, seit einigen Jahren natürlich mit Fokus auf Azure. Wobei viele Sachen in Azure sind jetzt auch nicht komplett neu. Networking funktioniert so, wie Networking immer schon funktioniert hat. Das heißt also, man muss eben teilweise nur schauen, wie man das Wissen, was man eben aus dem Windows Server vielleicht eben noch hat, dann entsprechend mitnehmen kann. Ja. Steigen wir ein an der Stelle zu dem, was die Azure-Infrastruktur eigentlich ist an der Stelle. Wir haben in Azure insgesamt 38 verschiedene Regionen, so wie wir es bezeichnen. Das sind im Prinzip also Rechenzentren, die einer bestimmten Region zugewiesen sind. Innerhalb dieser 38 Regionen sind auch über ein eigenes Netzwerk miteinander verbunden. Und sagen wir mal so, das ist so schon mal die erste Eigenschaft von Azure, über die ich sprechen will, der erste Vorteil von Azure, den man eben hat. Man hat Zugriff implizit eben auf das Backend-Netzwerk, das Microsoft bereitstellt. Also die damals, das Slide ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, haben wir 1,6 Millionen Kilometer eigene Glasfaserleitungen, die Microsoft selber betreibt. Das sind also jetzt nicht mit anderen Anbietern geteilt an der Stelle. Das heißt also, diese Power, die Bandbreite können Sie, können Ihre Kunden eben tatsächlich eben mitnutzen. Und das Azure Backend Netzwerk eben nutzen für globales Routing, für globale Konnektivität. Wenn jetzt jemand entsprechend sich verbindet per VPN in den Azure-Rechenzentrum in den USA, kann man damit sehr schnelle Verbindungen herstellen zu Diensten, die tatsächlich in Azure in Europa betrieben werden. Und das eben teilweise sogar eben ohne Kosten, weil ganz viele der Nutzerdienste in Azure eben nicht kosten. Was auch ein Bestandteil einer Eigenschaft von Azure ist, und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir mit fast 40 dedizierten physikalischen Anmeldepunkten Expressroute eben anbieten, also MPLS-Verbindungen anbieten, mit über 40 sogenannten Edge Connection Points, die wir weltweit haben, mit einigen Dutzend Partnern, die da mit uns zusammenarbeiten. Das heißt also, wir können auch für die allerhöchsten Anforderungen, die Kunden haben, bis hin zur 10 Gigabit Anbindung an Azure Netzwerke, das über Expressroute entsprechend anbieten und haben als Cloud-Anbieter da tatsächlich eben die größte Anzahl an sogenannten Expressroute, MPLS Edge Connection Points. Das also erstmal zur globalen Infrastruktur.
was ist jetzt eigentlich Azure Networking? Was ist also der Teil, den Sie, den Ihre Kunden tatsächlich anschauen, sehen können, administrieren können? Das ist jetzt mal hier auf diesem Slide dargestellt, wo man meine einen Abriss der Dienste in Azure sieht. Im Bereich Networking gibt es einige Dienste, über die wir jetzt heute eben sprechen werden. Das ist einmal die Definition des Virtual Network oder VNet, wie es in Azure eben häufig abgekürzt wird. Teilweise implizit werden sie mit erstellt, teilweise kann man sie manuell mit hinzufügen, sind Load Balancer, die ich in meine Azure virtuellen Netzwerke mit integrieren kann. Virtuelle Netzwerke und Load Balancer sind per se erstmal kostenfrei an der Stelle. Also da zahlt man tatsächlich nicht nur für die Erstellung und Definition dieser. In Azure gibt es einen eigenen DNS-Dienst. Das heißt also, man kann sowohl sämtliche Ressourcen über einen DNS-Namen in einem Azure-Adressnamensraum bereitstellen. Wir bieten aber auch einen tatsächlichen kommerziellen DNS-Dienst an, den man als Kunde separat lizenzieren kann. Wir sind jetzt kein Registrar, das heißt, man kann jetzt bei uns keine Domainnamen kaufen, aber das ganze Thema DNS-Hosting ist tatsächlich möglich. Teilweise eben als Bestandteil der Konfiguration kann man DNS-Dienste nutzen, wie auch eben, wenn man das für globale Services anbieten will, gibt es einen kommerziellen Dienst dafür. ExpressRoute und hier auf der rechten Seite VPN-Gateway, das sind die beiden Methoden, die wir anbieten, wie man eine sichere Verbindung in Azure eben ermöglichen kann. Und dann gibt es noch eigene Dienste an der Stelle, das ist zum Beispiel der Azure Traffic Manager. Der Traffic Manager wird genutzt, um globale Verbindungen zu Diensten so zu gestalten, dass man immer den schnellsten Punkt erreicht oder ein Failover automatisch vornehmen kann, sodass User, die auf der ganzen Welt eben sind, immer den schnellsten oder den gerade verfügbaren Zugriffspunkt erreichen können. Der Application Gateway, da geht es um Veröffentlichung von Anwendungen bis hin zu Web-Firewall-Funktionen, die wir da eben anbieten. Soweit also erstmal die Basisdienste in Azure und dazu zu mal eine Ebene tiefer jetzt mal mit rein an der Stelle. Die Slides, die ich heute zeige, sind sehr technisch. Es gibt natürlich ganze Tages-, Zwei-Tages-Workshops, wo wir nur Networking behandeln. Das ist natürlich jetzt heute in der Stunde eine schwierige Aufgabe, Networking umfassend zu erklären. Ich wollte allerdings dieses Slide mal kurz aufzeigen, um zu zeigen, was machen wir eigentlich in Azure. In Azure nutzen wir Software-Defined Networking. Man kann sich im Prinzip das so vorstellen, dass wir von der Skalierung es uns nicht erlauben können, dass jedes Mal dann, wenn ein Kunde sagt, er braucht jetzt hier ein Netzwerk, dass bei uns jemand durchs Rechenzentrum läuft und Kabel in irgendwelche Netzwerkswitches einsteckt. Und von daher ist die gesamte Azure-Netzwerk-Infrastruktur so aufgebaut, dass wir im Prinzip Standard-Hardware nehmen. Natürlich muss es eine physikalische Verkabelung geben, aber die ist relativ also sozusagen eine Standardkonnektivität. Und die ganze Definition von Kundennetzwerken, von Firewall-Regeln, von Routing-Tabellen, von Gateways, das passiert alles auf der Software-Ebene. Und das ist tatsächlich das, was man auch im Windows Server 2016 jetzt vollumfänglich zur Verfügung hat. Also genau dieselbe Software-Defined Networking Engine, die wir in Azure nutzen, kann man jetzt als Kunde eben auch im Windows Server 2016 einsetzen. Und von daher können wir eben durch Software-Defined Networking tatsächlich jedem Kunden seinen eigenen Adressbereich anbieten und können die Erstellung von Netzwerken so weit effizient betreiben, dass wir auch tatsächlich eben da jetzt nichts für verlangen müssen an der Stelle und wir es auch ermöglichen, dass ein Kunde im Prinzip Tausende von Netzwerken erstellen kann innerhalb kürzester Zeit, das Ganze automatisieren kann, ohne dass jemand wirklich physikalisch bei uns im Rechenzentrum irgendetwas tun muss an der Stelle. Schauen wir mal an, was sind so die Eigenschaften von virtuellem Netzwerk in Azure? Bring your own network. Das ist das, was wir bezeichnen mit jeder Kunde kann seinen eigenen Adressbereich in Azure nutzen.
Wir haben da keinerlei Beschränkung in dem Sinn, dass wir sagen, am Moment, der Adressbereich ist bereits belegt durch andere Kunden. Das heißt, jeder Kunde kann sein eigenes Rechenzentrum ganz transparent erweitern in Azure und im Azure Server betreiben im selben Adressraum. Wir können in Azure virtuellen Netzwerken eine Segmentierung erlauben. Das heißt, es gibt auch eine standardmäßige Segmentierung. Das heißt also, jedes Netzwerk besteht immer aus einem Subnetz, wenigstens einem Subnetz. Und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Subnetzen und auch zu anderen Netzwerken hin wird über sogenannte NSGs, Network Security Groups, definiert. Die werden auch automatisch erstellt. Das heißt also, wenn Sie jetzt eine VM erstellen, dann werden Sie gefragt, in welchem Netzwerk wollen Sie die erstellen, und automatisch wird ein entsprechendes Subnetz und eine Netzwerksicherheitsgruppe mit Standardregeln an der Stelle erstellt. Es gibt ein automatisches Routing, das heißt, zwischen den Subnetzen routen wir automatisch, zum Internet hin routen wir automatisch. Wir können aber auch sogenannte User-Defined Routes definieren und sagen, okay, ein bestimmter ausgehender Datenverkehr soll eine bestimmte Route in meinem Azure-Netzwerk einmachen. Die kurze Nachricht ist im Prinzip, wenn ich Azure-Netzwerke einrichte, wenn ich VM einrichte, ist das Routing im Prinzip schon bereits fertig eingerichtet, also nochmal zumindest für den Standard. Die VM kommt ins Internet und VMs im selben virtuellen Netzwerk können sich untereinander erreichen, auch wenn sie in unterschiedlichen Subnetzen sind. Jede Ressource in Azure bekommt eine dynamisch zugeordnete IP-Adresse. Man kann in bestimmten Fällen auch eine reservierte Adresse machen, also sprich immer dieselbe IP an der Stelle nimmt. Auch für die interne Kommunikation weisen wir in Azure direkt eine IP-Adresse zu. Auch die kann man fest reservieren. Das ist aber jetzt nicht eine statische Adresse, sondern eigentlich nur eine feste DHCP-Reservierung. Eine virtuelle Maschine in Azure, und das richten wir automatisch so ein, haben auch direkt über ihre öffentliche Adresse einen Zugriff vom Internet aus. Das heißt also, damit kann ich dann zum Beispiel per Remote Desktop auf meine VM gelangen, weil wir eben bei der Einrichtung entsprechende öffentliche IP zuweisen und entsprechende Netzwerksicherheitsregeln schon setzen, wo wir sagen, Remote Desktop darf auf die VM zugreifen. Man kann das aber auch verhindern. Also ich kann auch eine Ressource erstellen und sagen, ich möchte keine Public IP zuweisen, könnte ich sie aber nur über VPN erreichen. Wenn ich mehrere Ressourcen in Azure bereitstelle, dann provisionieren wir automatisch einen Load Balancer. Also wenn ich mehr sozusagen mit derselben IP bereitstelle, haben wir automatisch einen Load Balancer in Azure. Und ich habe auf der Infrastrukturebene auch eine gewisse Schutzfunktion. Auf die kann ich aber nicht direkt zugreifen. Ich habe zum Beispiel eben DDoS-Schutz, also vor sogenannten Network-Flooding-Angriffen, wo jemand versucht, eben durch massive Übersendung von Paketen mein Netzwerk zu stören. Das wird von der Azure-Infrastruktur aufgefangen und muss man sich als Kunde nicht mehr drum kümmern, sozusagen an der Stelle. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Ja, und dann eben das Thema Konnektivität. Das heißt also, wenn ich mit Ressourcen in meinem Azure-Netzwerk sprechen will, kann ich das natürlich über Internet tun, wenn es die Ressourcen zulassen. Ich kann aber eben auch ExpressRoute oder VPN benutzen. Und VPN haben wir in zwei Arten, Point-to-Site, also für Client, der sich direkt verbindet, oder Site-to-Site für eine gesamte, für eine Niederlassung, wo das gesamte Netzwerk sozusagen direkt mit Azure verbunden werden soll. ExpressRoute ist tatsächlich weiterführend, das heißt also, da hat man nicht eine gesicherte Verbindung über Internet, sondern tatsächlich eine eigene physikalische Verbindung, eine private Verbindung, die nicht übers Internet geroutet wird und sehr niedrige Latenzen ermöglicht und sehr hohe Bandbreiten. Wenn wir das jetzt mal versuchen zu adaptieren von dem, was man on-premise macht, kann ich in Azure genau dasselbe machen. Das heißt also, ich habe ja in meinem On-Premise-Netzwerk natürlich einen Router, habe irgendwo eine Firewall, habe vielleicht verschiedene Netzwerksegmente, wie sowas wie eine DMZ und ein entsprechend gesichertes Netzwerk dahinter. In Azure kann ich genau dasselbe im Prinzip machen. Ich kriege also meine logische Isolation über die Definition von entsprechenden Subnetzen und Netzwerksicherheitsgruppen hin.
Ich habe eben die DNS-Dienste, die in Azure automatisch bereitstellen. Ich muss also keinen DNS-Server oder keinen Active Directory mit DNS einrichten, sondern ich kann direkt DNS-Dienste in Azure nutzen. Wenn ich will, kann ich natürlich auch einen eigenen nehmen. Ich habe meine Teil der Firewall-Funktion, die ich bisher klassisch über Firewalls mache, habe ich eben jetzt über Netzwerksicherheitsgruppen definiert. Und kann dann eben auch diese Load Balancer in Azure, die ich kostenfrei in mein Netzwerk konfigurieren kann, nutzen, um Server hochverfügbar zu machen oder Lasten besser zu skalieren. Ganz wichtig an der Stelle, und die Frage bekommen wir häufig im Partner-Services-Team, eben wie ist es, der Kunde benutzt bisher VLAN, kann ich das in Azure nutzen? Da ist ganz klar die Antwort nein. Also das VLAN-Konzept ist in Azure nicht umsetzbar. Man kann es auch durchaus Vorteil sehen, ich muss keine VLANs definieren, sondern ich kann einfach meine Adressbereiche so definieren, wie ich will. Ich kann so viele Netzwerke anlegen, wie ich will, und kann sie auch untereinander verbinden. Ja, wie gesagt, eine IP-Adressen sind grundsätzlich in Azure immer dynamisch. Das heißt also, wenn Sie eine VM herunterfahren, beenden, bekommen Sie beim nächsten Start auf jeden Fall wieder eine neue, außer Sie definieren manuell eine reservierte IP. Und das ist für jeden Kunden in einer bestimmten Anzahl möglich. Also eine reservierte Public IP muss über eine eigene Anfrage sozusagen angefragt werden. Die sind natürlich begrenzt. Also der IPv4-Adressraum ist begrenzt. Und von daher können wir nicht jedem Kunden unendlich viele IPs reservieren. Aber für die meisten Anforderungen können wir da eine entsprechende Anzahl durchaus bereitstellen. Wie gesagt, wir können die Reservierung für Public und auch für interne IPs vornehmen. DHCP ist das Standardsystem, was wir in Azure nutzen. Das heißt also, alle Adressen in Azure werden eigentlich grundsätzlich immer automatisch zugewiesen. Ich kann aber eben auch feste Reservierungen vornehmen, um statische Adressen zu nutzen. Für Domain Controller würde man das üblicherweise machen. Ganz wichtig an der Stelle, wenn man mit Azure arbeitet, passen Sie auf, wenn Sie DHCP-Dienste in VMs konfigurieren. Das kann eben dazu führen, dass Sie die VM überhaupt nicht mehr erreichen können. Weil wir natürlich sämtliche Kommunikation muss immer über eine gültige Netzwerkroute erfolgen. Und wenn Sie über eine schlechte DHCP-Konfiguration dann Konflikt geraten, dann sperrt man sich eventuell tatsächlich von der Sache aus. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, um das zu verstehen, dass man DHCP in Azure immer hat an der Stelle. Ja, DNS-Namen für öffentliche Dienste. Das heißt, wenn ich eine VM erstelle, habe ich die natürlich, wie gesagt, wenn ich nicht abwähle, eine öffentliche IP. Ich kann aber auch einen DNS-Namen zuweisen. Wenn ich will, kann ich also im Azure-Adressraum, was wir jetzt hier unter cloudapp.net sehen, sozusagen einen Namen zuweisen. Wenn ich den Azure DNS-Dienst nehme, kann ich natürlich auch meinen eigenen Adressbereich nutzen. Aber somit hat man eine Flexibilität, dass ich sagen kann, ich kann mit meinen Diensten entweder direkt über die IP kommunizieren, oder weil ich die IP eben ändern kann, definiert man einmal einen DNS-Namen im Azure Namespace und hat somit vielleicht die Erreichbarkeit einfacher gemacht. Ja, Azure DNS ist relativ neu, also der Dienst DNS, der es ermöglicht, wirklich für andere Dienste eben DNS-Services zu hosten. Eine sehr hohe SLA. Wir haben fast 30 globale Servicepunkte verfügbar, also DNS-Server. Können da eben wirklich vergleichbar mit anderen DNS-Anbietern eben agieren. Das ist also eine neue Option, die wir anbieten. Azure DNS ist ein kostenpflichtiger Dienst, also für den würde man bezahlen. Einen DNS-Namen für eine Ressource innerhalb von Azure zuweisen, also das, was ich hier gezeigt habe, in diesem zum Beispiel Cloud-App. In diesem Cloud-App.net-Adressbereich. Da brauche ich natürlich jetzt nicht den kostenpflichtigen Azure DNS-Dienst. Azure DNS ist tatsächlich, ist die UI noch nicht
Noch nicht final. Das war jetzt gerade eine Frage, ob das bisher nur über PowerShell geht oder es auch eine UI-Option geht, gibt. Es ist tatsächlich so, dass die UI-Option meines Wissens noch nicht komplett da ist. Aber da habe ich jetzt auch keine Roadmap-Informationen genau zu haben. Auch eine relativ neue Sache, weil wir es jetzt für jede VM ermöglichen, also wenn man über virtuelle Maschinen spricht, kann ich wenigstens zwei Netzwerkkarten, kann ich wenigstens zwei Netzwerkkarten in jeder VM nutzen. Das war nicht immer so, das war früher bei bestimmten VMs auf eine Netzwerkkarte beschränkt. Inzwischen habe ich diese Beschränkung nicht mehr. Ich kann also jetzt tatsächlich Server in mehr, also jede Art von VM in mehrere Netzwerksegmente hängen. Bis hin zu einer maximalen Anzahl von 16 Netzwerkkarten pro VM, aber nur bei bestimmten VM-Typen. Das heißt, man muss durchaus sagen, wenn ich ein Netzwerk, wenn ich eine komplette Netzwerkkonfiguration habe und 16 Netzwerkkarten brauche, dann brauche ich auch eine entsprechend große VM, die auch entsprechend was kosten wird. Bin ich leider etwas zu schnell gesprungen. Ich kann auch an der Stelle, und das wollte ich auch mal darauf hinweisen, ich kann Netzwerk Sicherheitsregeln, also diese Network Security Groups, auch auf jede Netzwerkkarte separat machen. Also ich kann die entweder auf die Netzwerkkarte, was hier mit NIC abgekürzt ist, machen oder auf ein Subnetz definieren. Und somit kann ich eben tatsächlich auch die Kommunikation wie über eine klassische Firewall entsprechend einschränken in so einer Konfiguration. Dann User-Defined Routes, ich hatte es bereits gesagt. Grundsätzlich, wenn ich eine VM erstelle, erstellen wir einen Default-Route, die das ermöglicht, dass die VM, dass man von der VM aus ins Internet kommt. Ich kann aber eben auch sagen, und die Konfiguration haben durchaus einige Partner bereits gewählt, weil man zum Beispiel den Internetzugriff von bestimmten Benutzern kontrollieren will und dort noch entsprechende Content Inspection hat, mit einer entsprechenden Firewall, die man nutzen will, kann ich das natürlich auch so definieren, dass ich sage, für bestimmte Zieladressen definiere ich eine Route, ob das jetzt eben der Zugriff aufs Internet über ein Gateway ist oder ob das der Zugriff auf ein bestimmtes anderes Subnetz mit Ressourcen ist. Also da bin ich vollständig flexibel an der Stelle und ich kann also Routing-Tabellen immer an die entsprechenden Subnetze konfigurieren, wenn ich das wollte. Somit habe ich eben tatsächlich, wenn ich das machen will, eine sehr flexible Möglichkeit, meine Netzwerke genauso zu gestalten, wie ich es vielleicht bisher bereits in On-Premise gemacht habe. Forced Tunneling ist eine Spielweise von User-Defined Routing. Forced Tunneling bedeutet im Prinzip, ich möchte, dass alle, dass zum Beispiel Zugriff aufs Internet immer über den On-Premise-Server läuft. Das ist gerade eine Hybrid-Konfiguration. Vielleicht hat der Kunde viel investiert in entsprechende Gateways On-Premise, wo man sagt, das macht Sinn, dass das alles darüber kontrolliert wird. Könnte man auch so eine Konfiguration ermöglichen. Mal nun zum weiteren Konzept. Und ich springe hier so ein bisschen durch an der Stelle, weil mir ist es eben tatsächlich wichtig, dass Sie von den Begriffen an der Stelle auf jeden Fall mal gehört haben, was möglich ist. Für detaillierte Empfehlungen, Konfigurationshinweise können Sie uns bei Microsoft oder eben auch in der Micro jederzeit kontaktieren und dann sozusagen noch technische Details an der Stelle eben nochmal besprechen. VNet Peering in aller Kürze, was bedeutet VNet Peering? Man hat eben vielleicht in verschiedenen Azure-Regionen Server eingerichtet und möchte aber eine Kommunikation zwischen den Servern ermöglichen. Früher konnte ich damit einfach ein VPN natürlich aufbauen, aber VPN als Dienst kostet Geld. Also das kostet für jede Stunde, in der das Gateway, das VPN-Gateway bereitgestellt ist. Jetzt mit der VNet Peering-Funktion kann ich eben tatsächlich auch unterschiedliche VNets
ganz einfach zusammenschalten. Also ich kann einfach sagen, ich konfiguriere ein Peer und dann können Ressourcen in unterschiedlichen VNets miteinander konfigurieren. Ganz kostenfrei funktioniert das allerdings tatsächlich nur, wenn das in derselben Region ist. Wenn ich in unterschiedlichen Regionen bin, dann muss ich weiterhin über die VPN-Dienste arbeiten. Also da kostet es dann ein bisschen mehr. Wenn ich in einer Region verschiedene Netzwerke habe, dann ist es dann vollständig kostenfrei. Und eine Konfiguration, über die wir mit Partner häufiger schon gesprochen haben, ist zum Beispiel sowas, was ich bereits angesprochen hatte, dass wir sagen, wir nutzen eine Firewall-Appliance, über die der sämtliche Internetverkehr geroutet wird. Und ich habe hier in verschiedenen VNets verschiedene Kunden vielleicht tatsächlich, die ich dann mit Peering zusammenschalte oder verschiedene Teams in einem Unternehmen, nachdem, was da das passende Konzept ist für die Kundensituation. Aber somit kann ich eben tatsächlich effizient Netzwerke trennen, aber trotzdem eine Kommunikation, eine gemeinsame Kommunikation ermöglichen. Netzwerk- und Sicherheitsgruppen. Ich habe es bereits ein bisschen gesagt. Netzwerksicherheitsgruppen ermöglichen es, eine Definition zu machen über welche Ressource, welche Adressen, welches Protokoll darf darauf zugreifen. Ich kann also definieren, was sind sozusagen die Quelladressen, was sind die möglichen Zieladressen, die ich erlauben will, über welches Protokoll will ich da tatsächlich erlauben, welchen Port will ich erlauben. Das ist das, was, denke ich mal, die meisten Kunden im Bereich von Firewall-Funktionen erwarten. Und es gibt so häufig so die klassische Frage, ja, habe ich denn in Azure eine Firewall? Auf die man eben teilweise dann eben antworten kann, ja, Sie haben Netzwerksicherheitsgruppen, die Sie konfigurieren können. Und Netzwerksicherheitsgruppen bieten genau das, was viele Kunden eben erwarten an der Stelle. Also einfach kontrollieren, wer darf auf welche Ressourcen zugreifen. Ich kann eben zum Beispiel, so wie es hier dargestellt ist, sagen, okay, meine Server im Mid-Tier, im Backend, haben keinerlei öffentliche IP. Ich verhindere auch eine direkte Kommunikation zwischen meinem Frontend und meinem Backend, weil in der Regel eben mein Mitteltier da kommuniziert werden muss. Und selbst wenn also der Server hier kompromittiert ist, kann er nicht direkt aufs Backend zugreifen, weil ich das über eine Netzwerksicherheitsgruppe entsprechend definiert habe. Wie gesagt, wir können das definieren auf der Subnetz-Ebene, auf der VM-Ebene, auf der Netzwerkkarten-Ebene. Und dieses klassisches Thema DNZ, also ein bestimmtes Netzwerksegment einzurichten, das strenger kontrolliert ist und wo der Zugriff auf ein besser geschütztes Internetnetzwerk gewährleistet ist, das kann ich genau mit Netzwerksicherheitsgruppen erreichen. Load Balancing. Ich hatte es am Anfang eben schon mal erwähnt, dass wir haben verschiedene Arten von Load Balancern, die man nutzen kann. Wir haben Load Balancer für den Zugriff von extern auf unterschiedliche Ressourcen. Wir können auch interne Load Balancer einsetzen, die Kommunikation von einer Ressource innerhalb von Azure zu einer anderen Ressource sozusagen von Load Balancer laufen lassen. Also von daher, wie gesagt, diese Load Balancer sind auch kostenfrei. Man muss da nicht extra etwas zahlen. Nur weil ich einen Load Balancer einrichte, Kosten treten, sagen wir mal, nur eben beim bestimmten Bandbreiten auf. Also wenn ich ausgehende Bandbreiten habe, dann zahle ich dafür in Azure in der Regel. Genau, wie gesagt, das ist nochmal eine Darstellung von dem internen Load Balancer, der ermöglicht werden kann, wenn ich jetzt eben zum Beispiel mehrere Backend-Server habe, auf die ich die Last verteilen will, kann ich eben genau das eben erreichen. Das kann ich durchaus auch in Kombination eben einsetzen. Es gibt dann noch eine weitere Art zwei weitere Arten von Load Balancer, und das ist der ganz am Anfang erwähnte Traffic Manager. Der Traffic Manager ist ein globaler Dienst, der es ermöglicht, dass ich meine User immer zum besten oder zum verfügbaren Servicepunkt leiten kann.
auch das ist sozusagen ein Load Balancer, faktisch ein Load Balancer, den ich nutzen kann. Traffic Manager würde man aber tatsächlich nur nutzen, wenn ich sage, ich habe Dienste in mehreren Azure-Regionen, über die ich User global verteilen will. Das ist jetzt nichts für einen kleinen mittelständischen Kunden, der in einer EU-Region in Dienste betreibt. Und der zweite Typ, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist natürlich ist noch der Azure Application Gateway. Der ist tatsächlich eben ein Level 7 Load Balancer. Also sprich, da habe ich tatsächlich die Möglichkeit, dass ich auf Basis von Inhaltstypen, auf Basis von Zieladressen ein Load Balancing vornehme. Und ich habe auch Firewall-Funktionen, also eine Web-Application-Firewall im Application Gateway mit drin. Ich würde den Application Gateway im Prinzip dann einsetzen, wenn ich sage, ich habe eine etwas komplexere Konfiguration, wo ich nicht einfach sämtlichen Traffic auf einen Load Balance Server weiterleiten will, sondern das aufteilen will. Zum Beispiel sagen will, wenn jemand auf das Verzeichnis Video zugreift, soll ein Load Balancing auf die Server 1 und 2 und wenn jemand aufs Verzeichnis Audio zugreift, dann soll er auf Server 3, 4 geroutet werden. Also da komme ich tatsächlich immer an diese erweiterten Szenarien wieder. Ich sage, der normale Azure Load Balancer ist Level 4 und das ist ein Application Gateway ist Level 7. Anbindung, Internetkonnektivität kann ich in Azure oder ist per Default eigentlich immer schon konfiguriert, zum Beispiel auf der VM-Ebene. Ich kann dann einzelne Clients verbinden mit Point-to-Site. Ich kann eine ganze Zeit verbinden mit Site-to-Site. Ich kann das auch kombinieren. Ich kann also auch durchaus sagen, eine Niederlassung verbindet sich mit Site-to-Site und einzelne mobile Mitarbeiter parallel mit Point-to-Site. Und das verbinden sich in dasselbe Azure-Netzwerk. Und ich kann auch das Ganze kombinieren, also VPN Site-to-Site und Express-Route. Ich sage, ich habe einen Hauptstandort, der hat die schnelle Anbindung mit Express-Route und einen kleineren Standort, wo sich Express-Route nicht lohnt, die ich mit Site-to-Site-VPN an der Stelle eben anbiete, anbinde. Nochmal in der Darstellung, was ist sozusagen der Unterschied? Die VPN-Lösungen funktionieren über Internet, also ein sicherer Tunnel über Internet. Bei Site-to-Site ist es ein IPsec und bei Point-to-Site ist es SSTP, was als Protokoll genutzt wird. Hier verbinde ich mich direkt in das Gateway, das ich in meinem Azure-Netzwerk definiert habe. Bei ExpressRoute habe ich sozusagen eine eigene physikalische Verbindung, nicht über Internet. Und ich habe sogenannte Edge-Points in Azure und auch für alle anderen Cloud-Dienste bei Microsoft. Deswegen wird hier zum Beispiel das Symbol für Exchange, SharePoint und Office 365 dargestellt, weil ich über dieselbe ExpressRoute-Verbindung sowohl zu Azure wie auch zu Office 365 verbinden kann. Nochmal die Darstellung, wie das eben tatsächlich funktioniert. Also wir haben bei ExpressRoute sprechen wir von sogenannten Peerings, die eingerichtet werden, sodass ich eben tatsächlich von der Kundenseite bis zum Dienst eben eine private Verbindung habe. Und hier sehen wir das Stichwort Partner-Edge. Partner-Edge bedeutet also der Telekommunikationsanbieter, über den diese Express-Route-Verbindung tatsächlich hergestellt wird. Da bieten wir in Deutschland eben einige an. Hier nochmal eine Übersicht über die Bandbreiten. Und wie gesagt, Express-Route bis 10 Gigabit Bandbreite möglich. Üblicherweise bei einer klassischen VPN-Anbindung haben Sie erwartbar um die 100 Megabit Rücksatz auf dem Gateway. Und Sie können auch VPN-Gateways Active-Active schalten, auch eine Variante, die möglich ist an der Stelle, wenn man eben eine höhere Verfügbarkeit von VPN-Gateway braucht. VPN-Gateway hat normalerweise eine SLA von, wenn mich jetzt nicht anders täuscht, 99,9%. Das ist durchaus eine Variante, wo man sagt, man kann Hochverfügbarkeit auch ohne ExpressRoute erreichen. Bevor wir jetzt nochmal über das What's New reingehen und zum Beispiel der Network Watcher, das ist eine neue Sache in Azure, würde ich mal ganz gerne springen in eine kleine Präsentation.
ein kleines Demo, wo ich zeige, wie sich das in Azure anfühlt. Wie gesagt, man könnte jetzt den ganzen Tag über den Aufbau von Netzwerken an der Stelle sprechen. Ich möchte jetzt einfach nur mal ein paar Aspekte zeigen. Und ich zeige das Ganze hier mal, fangen wir an mit der virtuellen Maschine an der Stelle. Das ist eine ganz einfache virtuelle Maschine, die ich schon seit längerem als Testmaschine an der Stelle nutze. Wir sehen hier, eine öffentliche IP-Adresse ist der Maschine automatisch zugewiesen. Wie gesagt, das ist eigentlich Default, außer ich wähle es ab. Wir sehen, ich habe hier zum Beispiel keinen DNS-Namen definiert. Also das ist hier für diese VM eben nicht. Und ich sehe hier auch gleich, welchem virtuellen Netzwerk das eben zugeordnet ist. Wenn ich jetzt hier die öffentliche IP-Adresse mir anschaue in Azure, kann ich auch direkt sagen, ich möchte hier einen entsprechenden DNS-Namen definieren, weil ich eben mir nicht immer die IP merken will. Ich kann eben hier tatsächlich sagen, okay, ich nehme jetzt hier einfach so einen Namen und hätte dann unter northeurope.cloudhead.azure.com diese VM sozusagen stets erreichbar an der Stelle. Das jetzt? Muss natürlich mal schauen, dass der Name verfügbar ist. Und so schnell hätte ich jetzt sozusagen DNS-Namen konfiguriert, über die ich die VM jederzeit erreichen kann. Das ist also der Aspekt der öffentlichen IP-Adresse. Wenn ich mir jetzt also die Netzwerke anschaue, das ist sozusagen bei der Erstellung der VM bereits automatisch erstellt worden. Ich also jetzt hier die Netzwerkkonfiguration, sehe direkt, welche Geräte sind damit verbunden. Das sind also alle Netzwerkkarten, die verbunden sind mit diesem virtuellen Netzwerk. Ich habe ja auch die Möglichkeit, dass ich mir die entsprechenden Subnetze eben anzeigen lassen kann, die ich definiere. Die Adressbereiche, wie ich die angebe, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass das eben diese sogenannte CEDR-Notierung ist. Und ich jetzt nicht vielleicht wie in vielen anderen Firewalls einfach den IP-Adressbereiche direkt angebe. Aber das schaut man sich einmal an und dann ist das jetzt eigentlich auch nicht so komplex an der Stelle. Also wir auch den Adressbereich auch immer ändern und wir haben ja auch eine ganz gute Hilfe. Wenn ich jetzt also hier versuchen würde, eine falsche Konfiguration anzugeben, würde mir Azure das auch sofort sagen und sagen, Moment, das ist kein gültiger Adressbereich. Also bekommen eigentlich ganz gute integrierte Hilfe an der Stelle. Ich sehe jetzt hier eben auch DNS-Server. Das ist sozusagen die Standardeinstellung von Azure bereitgestellt. Wenn ich jetzt einen Domain-Controller als VM einrichte und dort auch DNS, dann könnte man das auch durchaus hier auf Benutzer definiert einstellen und würde dann hier auf die entsprechende Serveradresse verweisen. Ich kann hier mir auch ein Diagramm anzeigen lassen, wie sieht meine Netzwerkkonfiguration an der Stelle aus. Jetzt hier also hier eine Übersicht, welche Ressourcen habe ich in welchem Netz aktuell zugeordnet. Das ist also eine einfache Art der Übersicht, die ich hier eben machen kann. Ich möchte jetzt mal Peerings zeigen. Peerings bedeutet, ich habe ein Netzwerk und ich möchte das Ganze mit einem anderen Netzwerk verbinden. Das ist einfach mal ein Test-Peering. Und sage, ich habe ein anderes virtuelles Netzwerk in derselben Region. Das habe ich schon vorher erstellt, natürlich jetzt hier für das Demo. Also jetzt hier ganz einfach sagen, okay, ich möchte diese beiden Netzwerke miteinander verbinden. Nach wenigen Sekunden könnte ich eben jetzt schon sozusagen mit Ressourcen hier in dem anderen virtuellen Netzwerk kommunizieren. Ich muss bloß darauf achten, dass die Adressbereiche sich nicht überlappen. Gehen wir hier nochmal auf die Subnet
Subnetze ein. Die, man sieht in den Subnetzen auch noch, dass ich für jedes Subnetz eine Netzwerksicherheitsgruppe definieren kann. Je nachdem, wie ich das erstelle, wird das auch schon als Standardregel eingerichtet. Also wie gesagt, wenn ich eine VM erstelle, werden Standardregeln bereits eingerichtet. Zum Beispiel diese Regeln hier, die sind erstellt worden, als ich die VM erstellt habe. Ich kann aber jederzeit auch hergehen und sagen, ich möchte meine Netzwerksicherheitsregeln ganz unabhängig jetzt definieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine neue Ressource erstelle, machen wir eine Netzwerksicherheitsgruppe. Erstellen wir sozusagen eine eigene Sicherheitsgruppe, die nennen wir eine eigene dafür. Da. Ich habe generell in Azure immer die Möglichkeit, meine Objekte separat zu definieren. Ich kann die Netzwerkkarte definieren, unabhängig von VM. Ich kann die Subnetze definieren, ich kann VNetz definieren, ohne dass ich da drin bereits Ressourcen habe. Ich kann Netzwerksicherheitsregeln definieren, ohne dass ich die schon einem Netzwerk zuordnen muss an der Stelle. Und ich kann das Ganze dann später alles zusammenfassen in entsprechenden Vorlage und wiederum referenzieren. So, dann schauen wir uns an, wo ist meine Netzwerksicherheitsgruppe? Hier unter den Ressourcen. Und relativ intuitiv, so wie ich eben finde, kann ich hier eben Eingangssicherheitsregeln eben dann definieren und Ausgangssicherheitsregeln. Also zum Beispiel, dass ich sagen kann, okay, zum Beispiel den Webserver zulassen. Ich kann einen bestimmten Dienst an der Stelle sagen, ich möchte HTTP-Traffic zulassen von jeglicher Quelle an der Stelle. Ja, und Leerzeichen darf man natürlich nicht in Azure machen. Also so einfach würde ich jetzt kann ich Regeln definieren innerhalb von Azure und kann dann diese Netzwerksicherheitsgruppe, zum Beispiel hier auch aus diesem Dialog heraus, Netzwerkschnittstellen zuordnen oder entsprechenden Subnetzen zuordnen. Also kann dann zum Beispiel eine allgemeine Regel machen, Netzwerksicherheitsgruppe für Webserver, definiere da die zugelassenen Protokolle und Ports und referenziere die immer wieder, wenn ich Webserver erstelle. Die letzte Sache, die ich jetzt mal kurz zeigen wollte, weil das einfach eine relativ neue Sache ist und ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu verstehen oder zu wissen, dass es das gibt. Ich sollte natürlich, im Englischen heißt der Network Watcher. Der Network Watcher, auf den ich jetzt mal zeigen wollte, das ist im Prinzip eine Variante, mit der ich ein Analysefahren kann. Also ich kann sowohl analysieren, wie ist denn jetzt wie funktionieren meine Routen an der Stelle. Kann meine VMs erreichen werden. Wie funktionieren meine gesamten Netzwerksicherheitsregeln in Verbindung miteinander? Muss ich gerade gestehen? Sehe ich ihn nicht. Da ist
relativ neu. Wenn ich da kurz sagen darf, das ist der Grund, warum ich immer empfehle, die Sachen auf Englisch zu machen. Ja, ich dachte, der, um den Teilnehmern, das war dem Gast, das entgegenzunehmen, ich echt noch auf Deutsch gewechselt, aber das ist nicht mein Interesse. Das ist interessant. Ich bin eigentlich vorhin noch erstellt. Und jetzt ist eine Service nicht mehr da, aber das ist wahrscheinlich nur, weil er relativ neu ist. Ich kann es einfach nochmal. Ich habe ihn eben vorher eben tatsächlich erstellt. Ja. Gute Idee, danke. Mich wundert bloß, weil ich hatte ihn vorhin eigentlich genau. Roger, der ist weg. Kann ich jetzt auch gerade nicht erklären, weil eigentlich war er mit da. Nee, da kann ich auch an der Stelle wahrscheinlich jetzt nicht mehr troubleshooten. Das tut mir jetzt an der Stelle etwas leid, dass ich das nicht mehr zeigen kann. Der Punkt, dann muss ich jetzt aufgrund der Zeit wieder zurück auf die Präsentation. Wie gesagt, der Network Watcher grundsätzlich um den IP-Flow nachzuverfolgen, um zu sehen, erreicht mein Paket denn tatsächlich das Internet, über welche Hops geht es, welche Netzwerksicherheitsregeln durchläuft es. Und ich kann hier auch eine Topologie zum Beispiel an der Stelle darstellen. Also anstelle tatsächlich mit Netzwerkanalyse-Tools innerhalb von einer VM zu arbeiten, kann ich für immer mehr Aspekte in den Network Watcher anbieten. Da jetzt sogar auch ein Packet Capture, sprich, dass ich den Netzwerk-Traffic mitlesen kann und analysieren kann, ohne dass ich jetzt direkt in der VM etwas tun muss an der Stelle. Ja, genau. Auf die Zeit. Nur ganz kurz, IPv6, die Frage kommt auch häufig, unterstützt Azure IPv6? Jein. Seit neuestem kann man IPv6 nutzen, um Ressourcen freizugeben. Innerhalb von Azure können wir keine IPv6 nutzen. Das heißt also, teilweise IPv6-Konnektivität ist bereits da, aber keine hundertprozentige Unterstützung für IPv6. Und auch hier PowerShell und geht nur für neue VMs. Wir haben das nicht über UI gemacht und auch die Netzwerksicherheitsgruppen funktionieren nicht mit Endpunkten. Quality of Service innerhalb des Azure-Netzwerks nicht beeinflussbar durch den Kunden. Natürlich nutzen wir auf der Infrastrukturebene, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich das direkt steuern kann an der Stelle. Dann, was auch neu ist, ist neue Netzwerk-Performance. Das steht in der Dokumentation für die VM-Größen konkret nochmal mit drin. Das heißt, wir haben bestimmte VMs, wo wir sogenannte SR-IOB nutzen. Eine Art, also das betrifft immer mal die Art und Weise, wie Netzwerk-Traffic auf der Hardware-Ebene verarbeitet wird. SR-IOB ermöglicht es, dass ich nicht über den über die Host-Partition und über den CPU gehen muss und kann somit eine wirklich sehr viel bessere Latenz erreichen. Wir haben bestimmte VMs, wo wir eben sagen, dort haben wir Accelerated Networking verfügbar und für diese VMs habe ich eben tatsächlich Mikrosekunden Latenzzeit.
Zeit, Kommunikationsdienste, ist das eine interessante Option. Man kann in der VM-Liste sieht man eben, welche VMs diese Feature an der Stelle haben. Ist relativ neu und ist auch noch nicht überall verfügbar. Ist zum Beispiel noch nicht in Nordeuropa, aber bisher in Westeuropa. Firewall, da habe ich nicht mehr so reingegangen. Braucht man eine Firewall in Azure. Microsoft schützt die Netzwerkinfrastruktur, aber der Kunde hat keinen Einblick davon. Und der Kunde hat keine Möglichkeit, eine Regel festzulegen und zu sagen, er möchte dann bestimmte, also eine Regel festzulegen in der Art und Weise, dass bestimmte Inhaltstypen sollen gefiltert werden. Das hat zum Beispiel Content Inspection auf manchen Firewalls gemacht. Das heißt also, ja, für manche Kunden ist es vielleicht sinnvoll oder da will man vielleicht tatsächlich noch eine zusätzliche Firewall einsetzen. Und man muss ganz klar sagen, es gibt keinen Azure-Dienst, den ich nutzen kann, um jetzt zum Beispiel Content Inspection für Benutzer durchzuführen, wenn die im Internet surfen. Ich habe den Azure Application Gateway zum Schutz von Ressourcen, also Zugriff von Internet auf Azure. Das kann ich mit dem Web Firewall-Funktion und Application Gateway schützen. In die andere Richtung nicht. Und vielleicht will ich auch bestimmte Funktionen von Drittanbietern nutzen. Wenn man das haben will, dann bedeutet das Virtual Appliance. Und die kann ich direkt aus dem Marktplatz auch erstellen. Also da haben wir einige Anbieter, die ihre Lösungen fertig haben. Ich kann aber auch jederzeit hergehen, meine eigenen Lösungen machen. Nochmal eben zum Thema Web Application Firewall im App Gateway. So die üblichen Attacken, Cross-Site Scripting und SQL Injection, die können wir damit abfangen. Es wird auch ständig erweitert, aber das ist ja durchaus ein Thema, wo manche vielleicht ihre bevorzugte Lösung auch einsetzen und das ist in Azure eben möglich mit den Virtual Appliances. Da nochmal Auflistung der Anbieter, mit denen wir da zusammenarbeiten. Ja, wie gesagt, Microsoft schützt die Infrastruktur, da können wir auch sehr viel drüber sprechen, aber wir können hier keine direkte Transparenz anzeigen. Die einzige Transparenz, die ein Kunde hat, ist das Security Center in Azure. Im Security Center würde ein Kunde sehen, wenn unser Cyber Defense Operations Center einen Angriff feststellt und Gegenmaßnahmen eingeleitet hat, auf unserer Infrastrukturebene. Aber ansonsten sind das, wie wir das Netzwerk schützen, die physikalische Infrastruktur und den Netzwerktraffic auf unserer Seite her überwachen, ist eben tatsächlich für den Kunden nicht vollständig transparent. Wenn ein Kunde da mehr wissen will, da gibt es trotzdem aber Inhalte, die wir bereitstellen können. Hier einfach nochmal so in der Darstellung, wie kann ein Netzwerk aussehen in Azure? Verschiedene Komponenten, wo wir haben, also ein Forced Tunneling, wo wir in bestimmten Route rausgehen, User-Defined Route für bestimmte Traffic-Arten, die wir nutzen, verschiedene Netzwerksegmente, also verschiedene Subnetze, die hier eingesetzt sind, mit Netzwerksicherheitsregeln. NVA steht hier für eine Network Virtual Appliance. Also hier wurde eben zum Beispiel eine so eine Virtual Firewall genutzt, um den Traffic hier zwischen diesen beiden Subnetzen entsprechend zu überwachen. Wir haben interne Load Balancer im Einsatz. Das ist einfach nur so als Beispiel, was da möglich ist. Und ja, nochmal so das große Bild, was gehört alles zu Networking dabei. Ich hoffe, ich konnte jetzt in der Stunde mal zumindest so einen kleinen Überblick geben, was bedeutet Networking in Azure. Wie gesagt, ich stehe auch gerne für weitere technische Fragen zur Verfügung. Da ist es sicher noch einige Themen für die konkreten Kundenimplementierung. Und von daher wäre ich jetzt an meiner Stelle durch. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen überzogen habe. Aber wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gerne noch bereit. Jetzt aber auch im Nachgang noch. Ja, also Sie haben jetzt natürlich die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Der Matthias Schmidt bedankt sich auch an der Stelle. Finde ich sehr nett. Dankeschön, Herr Schmidt, für das Feedback. Ja, ich übernehme dann auch mal an der Stelle mal kurz wieder. Sie können natürlich jederzeit noch Fragen stellen. So, die Frage ist nur, wie komme ich wieder in die Gastgeberrolle? Ah, okay. Sehr gut, danke.
Oder bin ich? Wir haben Janosch, ich glaube, du musst ihm noch zurückgeben, die Gastgeberrolle. Hallo? Ja, einen Janosch? Moment. Ah, okay, du warst jetzt kurz leise. Also Sie können gerne noch im Chat natürlich Ihre Fragen stellen. Wir versuchen sie jetzt noch zu beantworten. Ich habe noch ein paar Infos für Sie. Also erstmal noch herzlichen Dank an Janosch für diese super Präsentation und kurze Erläuterung. Es war natürlich auch heute wieder ein sehr theoretisches Thema, genauso wie letzte Woche Sound und Storage. Vorletzte Woche, im letzten Webcast in Azure, war es auch sehr theoretisch mit Storage. Es sind halt leider auch ein paar theoretische Themen, das lässt sich halt nicht vermeiden. Man muss halt auch ein bisschen sich durch die Theorie arbeiten. Das ist halt einfach so. Von daher, ja, müssen wir da halt manchmal durch, aber beim nächsten Mal kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird es wieder ein bisschen schöner. Upp, was ist da noch offen? So, okay. Also, gehen wir noch kurz durch. Informationen. Wo finden Sie Informationen zu Azure noch? Sie finden natürlich die Produktübersicht auf azure.microsoft.com/de-de, Services Virtual Network, auf docs.microsoft.com. Finden Sie natürlich dann auch das ganze Netzwerkübersicht, auch virtuelle Netzwerke und auf azure.microsoft.com/de/de Pricing Details Virtual Network finden Sie auch die Preise. Ja, der Webcast, weil die Frage gestellt wurde, der Webcast wird aufgezeichnet, wird nachher dann per Link auch geteilt. Sie können dann einen Link abrufen, wo Sie dann den Webcast on Demand sich nochmal anschauen können. Neuigkeiten in Azure möchte ich auch noch kurz was hinzufügen. Ganz toll, Gartner hat Microsoft Azure als die führenden, also Nummer 1 im Cloud Infrastructure as a Service auserwählt. Wir haben damit es geschafft, Amazon Web Services zu überholen. Microsoft ist damit Nummer 1. Es gibt aber auch technisch neue Sachen, wo ich nur kurz drauf eingehen möchte, vor allem bei den Azure virtuellen Maschinen. Da gibt es jetzt das Review Update Assessment. Ganz schöne Sache, dort kriegen Sie angezeigt, welche Patches, welche Updates Ihnen fehlen und vor allem, wie kritisch dieses Update oder dieses Patch ist. Wird direkt bei der virtuellen Maschine angezeigt, das ist eine sehr schöne Funktion. Ebenfalls bei den virtuellen Maschinen ist neu, dass Sie den Deployment State, also wie weit das Ausrollen der Patches bereits funktioniert hat. Sie kriegen auch ein Logfile, wo Sie dann einzeln, das ist das rechte Bild hier, sehen können, oh, ist das Patch, der Download ist schon erfolgt, die Installation ist erfolgt oder ist es eventuell auch gescheitert aus irgendeinem Grund. Das sehen Sie hier recht schön. Sie haben natürlich auch im linken Bild zu sehen eine Übersicht, wie Sie das dann, wie Sie dementsprechend darstellt in der Maschine. Grün ist natürlich immer alles toll. Und es gibt eine kleine Einschränkung, erst verfügbar Windows Server 2012 oder neuerer, also 2016. Oder für Linux-Maschinen Red Hat Linux 6 und 7, Ubuntu 12.4, 14.4 und 16.04. Das ist vielleicht kurz an der Stelle noch, was ist da neu gekommen. Und ebenfalls noch neu und erwähnenswert, Azure Site Recovery unterstützt jetzt auch Managed Disks. Also wir haben ja gesehen, bei virtuellen Maschinen können wir Managed Disks auch auswählen beim Installation bzw. Deployment der virtuellen Maschine. Das wird jetzt von Azure Site Recovery auch unterstützt. Das ist nur ein Auszug der Neuigkeiten. Es gibt noch viel, viel mehr Neues in Azure. Da bewegt sich ja wahnsinnig viel. Microsoft ist da wahnsinnig aktiv. Was richtig gut ist, da ist eine extreme Dynamik drauf. Incentives haben wir natürlich noch laufen. Wenn Sie einen Azure Tenant ausrollen, kriegen Sie einmalig 100 Euro Guthaben für Sie als Reseller gutgeschrieben. Das heißt, Sie können heute Tenants ausrollen und können darin auch richtig schön spielen. Die nächsten Termine. Jeden zweiten Mittwoch um 10 Uhr haben wir unseren Azure Webcast. Der nächste Termin ist am 5.7.2017 um 10 Uhr. Dort gehen wir wieder ein bisschen mehr auch in die Praxis, denn dort können wir direkt an virtuellen Maschinen rumspielen. Verfügbare Operation Systems können wir ein bisschen drüber reden, verfügbare Leistung. Auch wieder ein bisschen Theorie dabei, es hilft ja nichts. Aber da sind wir wieder auch ein bisschen mehr bei live. Weitere Microsoft Webcast am 28.06., also nächste Woche, macht unser Kollege Bastian Rahnenführer eine Produkt- und Lizenzschulung zum Thema SPLA. SPLA ist ja auch ein interessantes Thema, kann man auch gut kombinieren mit Azure. Ich sage nur, RDS-Calls können Sie in SPLA wunderbar abholen, wenn Sie da so ein Szenario haben. Weitere Infos zu unserem Webcast finden Sie wie immer
unter ingrammicro.de/Microsoft unter dem Button Webcast finden Sie mehr. Kontaktieren können Sie uns unter azure@ingrammicro.de, unser Cloud-Team erreichen Sie unter cloud@ingrammicro.de oder unter der 0894 München 2408 4x1. Und mich persönlich erreichen Sie oder können Sie folgen bei Twitter, bei LinkedIn oder Sie schreiben mir schlichtweg eine E-Mail. Ja, Sie können schreiben, es war gut, war nicht gut, was wir besser machen können. Oder wenn Sie einfach top zufrieden waren, dann einfach freuen wir uns auch über ein Feedback, wo top zufrieden ist. Können Sie gerne reinschreiben. Ich bin sicher, Janosch und ich freuen uns über jede E-Mail, wo reinkommt. Es war ein toller Vortrag. Genau. Oder Janosch, noch ein Abschlusswort von dir? Kann dir nur zustimmen. Gerne Feedback, positiv wie negativ. Und ja, danke dir auch nochmal für die Teilnahme. Und ja, freue mich aufs nächste Mal und hoffentlich viele Fragen und viele Projekte. Jo. Also ich sage nochmal vielen herzlichen Dank für Janosch von Microsoft, dass er sich Zeit für uns genommen hat, uns zu unterstützen und hier auch zu zeigen, dass die Microsoft auch da wirklich Interesse hat, sie als Partner weiterzubilden. Und das ist auch in unserem Interesse der Ingram. Deswegen machen wir den Webcast jetzt auch schon seit fast über 2 Monate jetzt schon. Ja, Respekt, läuft. Und wir bleiben auch weiterhin im Ball, werden weiterhin den Webcast machen. Vielen Dank für die Teilnahme heute und ich wünsche Ihnen einen schönen, erfolgreichen Tag und Azure Go Big. Vielen Dank.